Servus, liebe Freunde der slowenischen Musik und herzlich willkommen bei heutiger neuen Sendung Slowenische Grüße. Und da habt ihr jetzt bei dem ersten Clip gesehen, wem werden wir heute präsentieren. Und zwar, das ist der Mitja Quintett. Für alle, die das Obergrain Musik gerne haben, wisst ihr, über wem rede ich. Aber heute gibt es noch ein ganz besonderes Grund, warum habe ich mich auch gemeldet. Nicht nur, weil ich wollte euch der Obergrain Musik von Feisten vorstellen. Ich habe da auf den Tisch ganz ein neues CD von Mitja Quintett und den müsst ihr, wenn ihr Fans von Obergrain Musik sind, müsst ihr unbedingt zu Hause haben. Und zwar, ich würde alles sagen, wo könnt ihr den CD bestellen, der Mitja würde Ihnen das persönlich schicken mit dem Signature, mit dem Unterschrift auf alle Fälle, egal wo ihr auf der Welt lebt, deutschsprachiger Raum, Kanada, Japan, egal. Auf alle Fälle, ihr kriegt alle diesen CD, aber da habt ihr gesehen, ne? Obergrain Musik von Feisten. Wer der Mitja ist, wer alles dabei spielt und so würde ich dann nach dem nächsten Clip alles sagen. Aber den CD müsst ihr zu Hause haben und wir stellen heute den vor. Und die Aufnahmen sind freilich von meiner Sendung, wo ich Moderator bin, am Fass mit steirischer Harmonika bei Prva TV in Ljubljana in Slowenien. Und die darf man verwenden und das ist auch schön. Freilich, die würden jetzt auch auf Slowenisch singen, aber macht nichts, Musik kennt keine Grenze. Und der nächste ist jetzt ein wunderschöner Walzer, und zwar, der hat das selber, der Mitja geschrieben, Zalepši dan, für einen schönen Tag. Und es soll heute ein schöner Tag sein, und ja, meine Lieben, genießt ihr jetzt in den nächsten wunderschönen Walzer von Mitja Quintett. Milo me pogleduje, kaj mam
Herrliche Musik aus Slowenien, richtige Oberkrainer Musik, es gibt es nichts Schöneres. Da ist kein elektronisches Gerät im Hintergrund, das muss er entweder alles aufs Mund rauskriegen als Gesang oder mit Trompetenspieler oder Akkordeonist da. Wie gesagt, das ist so pur, wie das sein muss und so ist am besten. Jetzt zuerst über Mitja Quintett, aber nicht über ganzen Quintett, jetzt reden wir nur über Mitja Masnak. Und zwar für alle, die das ihm noch nicht kennen, das ist einer von den besten Oberkrainer Gitarristen und nicht nur Gitarrist, meine Lieben. Ich zeige jetzt Ihnen die Facebook-Seite von ihm. Er ist ein großer Fan von Framus-Gitarre, der hat auch eigene Modelle sogar, hat Framus für ihn entwickelt. Und das ist sein Facebook-Profil, da können Sie ihm schreiben auch, CD bestellen, am besten ist hier unten der Nachrichten. Das ist er, Framus Gitarra einfach schreiben, auf Slowenisch, Framus Gitarra. Und da seht ihr, das ist alles von Mitja Quintett, das ist der Mitja Masnak, heißt er. Und der Mitja, er war nicht nur, dass der ein Top-Oberkrainer Gitarrist, er ist auch Professor. Er hat sogar mit dem Wilko Ausenik zusammen jahrelang gesessen und ist alle Noten durchgegangen. Der Wilko war sein Trainer, sein Lehrer. Und der Mitja war auch der erste und auch der letzte leider Schuldirektor von Ausenik-Schule in Begunje. Und ja, weil die Schule hat ein paar Jahre existiert und dann haben die das leider zugemacht, was eigentlich schade ist, weil das würde ein Unikum sein auf der Welt, einzige richtige Oberkleine Schule zu haben, aber leider ist so gekommen. Und ich weiß, das werden eher sein Diplomprüfung gemacht hat, denke ich, geschrieben fast 500 Seiten über Ausenik, weil das war ein Phänomen. Wenn irgendjemand noch heutzutage über den Ausenik nicht nur über Musik, aber auch Theorie und alles, was ist das, der Mitja Masnak? Und das ist ein, wie soll ich sagen, ein Top-Mann, das ist ein Lexikon für oberkleine Musik. Wenn braucht ihr, Gott sei Dank, Mitja spricht auch perfekt Deutsch, deswegen könnt ihr CD, nicht vergessen, direkt bei ihm bestellen. Hier, wir werden auch im Kommentar oben schreiben, seine Telefonnummer und E-Mail-Nummer, quasi Adresse, Entschuldigung, weil da könnt ihr ihm schreiben. Oder, ich habe gesagt, hier einfach, heutzutage sind wir modern, da sehen Sie sein Facebook-Profil, Framus Gitarra, einfach Nachrichten schicken, hallo Mitja, meine Adresse, schickt mir bitte ein CD und dann kriegt ihr direkt von ihm aus Slowenien CD, egal wo auf der Welt ihr lebt.
Leider nach Mars schickt es das noch nicht und Mond. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Ja, wir gehen jetzt weiter musikalisch, weil dann später würde ich auch alle, die ganze Mannschaft vorstellen, wer alles bei mir hier spielt. Und zwar Moj Lovec, mein Jäger von Slavko und Wilko Ausenik, freilich auf Slowenisch gesungen. Mitja hat hier auch viele Lieder genommen von Ausenik, die das nicht so bekannt sind, weil wir kennen alle, wir sitzen hier am Tisch, auf der Autobahn und so weiter. Aber Ausenik hat geschrieben über 1000 Lieder. Und der Mitja hat hier für diesen Projekt hat genommen tatsächlich die Lieder, die das nicht so bekannt sind. Und das soll es hier genießen. Mein Jäger Mitja Quintett. Ček moj je vzil seboj, ki pel je prav do srca. To je moj lovec mlad, ki hodi na srnjat in vsako jutro rad gre mimo mojih vrat. Od vseh najbolje ve, ki kak je so gewaltige Musik spült durch der Mitja Quintett und ich würde jetzt euch die ganze Mannschaft vorstellen, weil das ist ganz wichtig. Ich mache das in meiner Sendung, und auch wenn ich moderiere. Wisst ihr, der Obergreiner Musik oder Musik in der Musikgruppe kann klingen nur, wenn die ganze Mannschaft harmoniert, ne? Und deswegen sind alle wichtig, nicht nur immer der Frontman oder der Chef von Band. Alle anderen sind auch wichtig. Und ja, Mitja Quintett ist aufgebaut, wie gesagt, Mitja Masnak auf Gitarre, Bariton spielt der Samuel Volasco, Harmonika spielt der Jan Stress, auf Trompete ist der Matej Masnak, das ist der Bruder von Mitja, und auf Klarinetten sind Mitja Skočaj, den kennen Sie sicher, der war früher Klarinettist bei Sascha Ausenik Ensemble, und dann ist noch dabei Jan Zver auf der Klarinette und Jean Troupe. Und offizielle Vokalistin, die das auch auf der Foto ist, ist Tjaša Žgavec. Auf alle Fälle gewaltig.
jetzt haben Sie dieses Lied von Jäger gesehen, da hat auch geholfen Tadeja Poschun von Gruppe Juhu und Floriana Lampeș-Gavets, die hat auch geholfen zum Singen. Das ist der Mama von Tiasha, die das bei Mitya singt. Auf alle Fälle, auch hier auf diesem Projekt gibt es noch ein paar andere, die das ausgeholfen haben, wie Gregor Gramez, auch der Bojan Lugaric, wo die das aufgenommen haben. Auf alle Fälle, es steht eh alles drin, wer alles geholfen hat bei diesem Projekt. Den CD, wie gesagt, muss ihr zu Hause haben. Und wir gehen jetzt mit Klarinetten auf der Reise. Ich denke, das ist von Ausenik, ja, ne, Entschuldigung, Klarinetti Napot von Damir Tkavec, das kennt ihr alle, und zwar das ist der Trompeter von Alpenoberkreiner, er spielt auch gewaltig Akkordeon, und ja, das sollt ihr jetzt genießen. Mit Klarinetten gehen wir jetzt auf die Reise. Mit der Quintett. Schönes Stickel mit Klarinetten auf die Reise von Damir Kautz, gespielt durch Mitya Quintett, gewaltig. Ja, meine Lieben, wie gesagt, diesen CD muss ihr haben, aber wir könnten auch ein anderes Spielchen machen, und zwar alle, die das
auf Facebook das weiterteilen. Da werden wir eine Verlosung machen und eine von quasi drei von euch kriegen CD direkt von mir, quasi von Mitya, weil der hat mir ein bisschen mehrere gegeben. Und alle anderen bitte bestellen. Und weil echt das gewaltige Musik ist. Wie gesagt, ihr könnt es bestellen. Wir schreiben oben im Kommentar bei Mitya Masnak direkt. Er kann auch perfekt Deutsch. Da könnt ihr ihm auch anrufen. Da gibt man die Telefonnummer von ihm, seine E-Mail-Adresse. Und für alle, die das mehr auf den Facebook sind, schauen Sie, das ist die Seite von Mitya Framos Gitara. Hier einfach Nachrichten schicken, wo ich mit der Maus jetzt bin. Das ist auf Slowenisch. Nachrichten schicken. Quasi auf Slowenisch schreiben, auf Deutsch ist. Ich habe gesagt, einfach reingehen und schreiben, Mitya, bitte schick mir ein CD. Und er macht das alles gerne für euch. Das waren heutige slowenische Grüße. Ich denke, ich habe euch wieder wunderschöne Musik aus Slowenien nach Hause gebracht. Da braucht ihr nicht runterkommen, obwohl es ab und zu schon gut nach Slowenien zu kommen. Besonders zu mir nach Untersteiermark. Wir werden uns jetzt verabschieden. Pobeli Krajini. Es war ein Stück von Alten Oberkrajina. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber wenn ihr hier den Musik, dann wird ihr sicher wissen, um welches Lied es geht. Aber wie gesagt, wunderschöne Musik. Mitya Quintett CD. Unbedingt bestellen. Und wir sehen uns nächstes Mal bei der neuen Sendung. Ja, da habe ich genügend Material da bei uns. Wir haben jetzt schon 27 Sendungen gedreht und wie gesagt, das ist gewaltig. Genug Material für Sendung Slowenische Grüße. Alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Vierti Papa und toi toi toi. We'll be right back.